Wir setzen unsere Videoserie über lustige und peinliche Momente im Frauenfußball fort. Wir haben wieder ein lustiges und unterhaltsames Video für dich vorbereitet. Eins. Bei einem Spiel im Ausland gab es einen tragisch-komischen Moment. Die Schiedsrichterin unterbrach das Spiel mit der Begründung, dass die Spielerin mit der Hand gespielt hätte. Die behinderte Fußballspielerin zeigte ihre beiden Arme, um der Schiedsrichterin zu beweisen, dass sie den Ball nicht mit der Hand berührt hatte. 2. Frauenfußball ist härter als Männerfußball. Das Bild, das du jetzt siehst, ist der Beweis dafür. Die Fußballspielerin hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um ihre Gegnerin zu stoppen. 3. Es ist Zeit für den aggressivsten Fußball in unserem Video. Ein Spieler der gegnerischen Mannschaft gibt der Spielerin Wasser. Sie war so wütend, dass sie das Wasser einfach weggeworfen hat. Hier sind die Momente, die alle schockiert haben. 4. Jetzt ist die Fußballspielerin mit den leeren Händen dran. Das Gesicht der Fußballspielerin, das von der Torhüterin nicht bemerkt wurde, zeigt eindeutig, wie sie sich in diesem Moment fühlte. 5. Die Fußballspielerin spuckt gegen den Arm ihrer Gegnerin. Wir sind sicher, dass niemand in diesem Moment an der Stelle der englischen Fußballspielerin sein möchte, oder nicht? 6. Wenn du das Tor siehst, das die Fußballspielerin verpasst hast, wirst du nichts mehr sagen. Die Fußballspielerin, die bei dem leeren Tor kein Tor erzielen konnte, hatte alle wütend gemacht. Lasst uns diesen Moment noch einmal anschauen. 7. Was machen diese Spielerinnen? So wurden die Fußballspielerinnen, die auf den Eckstoß warten, mit der Kamera eingefangen. 8. Die Fußballspielerin, die für einen Moment dachte, sie sei eine Torhüterin, kontrollierte den Ball mit ihrer Hand. Zum Glück entging dies der Aufmerksamkeit der Schiedsrichterin. 9. Shorts müssen im Frauenfußball sehr beliebt sein. Denn wieder zog eine Fußballspielerin ihre Shorts, um ihre Gegnerin zu stoppen. 10. Die Fußballspielerin, die auf den Kopfball traf, erlitt eine leichte Verletzung. 11. Der Streit zwischen der Torhüterin und der Verteidigerin war kostspielig. Die Tatsache, dass die Verteidigerin den Ball nicht bewegt hat, hat die Torhüterin zu Recht verärgert.